Sommersonne, Kaktus, und du bist mit dabei, denn der Blacklist-Fahrer Nummer 4. Hauen wir heute zu Brei. Krass, was ist denn jetzt los? Krass, was ist hier los? Ich weiß es nicht, da sind wir wieder. Steam hat abgedatet, wir sind wieder zurück bei Need for Speed. Most Wanted, Blacklist-Fahrer Nummer 4, a.k.a. GV ist am Start und wir haben das letzte Mal eigentlich schon die Meilensteine geschafft, aber natürlich dummerweise wurde ich dann von der Polizei geschnappt und dann war alles wieder für den Arsch. So, ich bin dann ein bisschen ausufernd verbal geworden, das wollen wir diesmal natürlich vermeiden, deswegen gehen wir direkt wieder rein mit unserem Porsche und battlen uns mit der Polizei und dann gucken wir einfach mal, wie weit wir heute kommen. Wir müssen dann nämlich heute 7 rennen. Was, warum bin ich hier Level 1? Ach so, weil ich mich freigekauft habe. Nee, ergibt eigentlich gar keinen Sinn, oder? Ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn, dass ich jetzt wieder Level 1 bin. Na gut. Level 1, das heißt, dieser Part wird eigentlich nur daraus bestehen, wie wir jetzt wieder hochleveln und die Polizei ärgern. Finde ich gut. Gibt's eigentlich irgendwas? Ich guck mal ganz kurz, wenn ich hier ganz schnell entkomme, ob wir irgendeinen Meilenstein erreichen können, wenn wir... Ey, warte mal, das ist ja hier unser Haus. Das ist wie beim Fangenspielen. Haus ist heilig. Ah, komm. Ehe ich das Haus erreiche, da ist die Polizei gar nicht mehr hinter uns her. Gab es hier einen Meilenstein? Nee, gab es nicht, ne? Gab es keinen Meilenstein, entkomme in unter 2 Sekunden oder irgendwie sowas. Das war das. Nee, das ist wirklich hier Battle of the Best. Na gut. Dann ärgern wir die Polizei. Meine Güte! Links. Hört ihr es? So, der Mauszeiger war auf Nein. Deswegen ging es nicht. Es war meine Schuld. Wer hätte das gedacht? Dass es wirklich mal meine Schuld ist, dass irgendwas hier an der Technik nicht funktioniert. Es kommt selten vor. Das muss ich echt sagen. Also ich habe re-evaluierend alle meine Videos nochmal angeguckt mit euch zusammen. Und muss sagen, es gibt immer wieder technische Probleme und ja, retrospektiv betrachtet, es ist wirklich in den seltensten Fällen meine Schuld gewesen. Oftmals sagen ja die Leute dann, nee, man muss auch erkennen, seine eigenen Fehler eingestehen. Ja, mache ich auch. Wenn es meine wären, sind es halt nicht. So, auch das hier, nicht mein Fehler. Es tut mir leid. Er hat eindeutig gesehen, dass ich mit überhöhter Geschwindigkeit auf seiner Spur fahre. Da muss man eben auch also weit denken und muss sagen, jetzt muss ich aber ausweichen. Nee, du setzt dich jetzt nicht vor mich, du lässt mich dich mal ganz kurz anfahren. Zack, das fährst du nicht um. Oh, das Ding umgefahren, du Trottel. Sie haben sich selber wieder ausgenockt. Oh. Na gut. Ja, du hast das Fahrzeug verloren, weil du dich selbst ausgeschaltet hast. Das ist das, was... Genau, diese Information, die gibt er eben nicht weiter, ne? Achtung, ich war doof, ich habe mich selbst ausgeschaltet. Diese Information wäre wichtig gewesen. Diese wäre echt wichtig gewesen, damit man auch später dann eben bei der Teambesprechung auf Fehlersuche geht. So, komm hier, da bin ich wieder. Zack, angerammelt. So, gleich steigen wir wieder im Heat-Level auf. Level 2 ist zwar immer noch kacke, weil wir einfach zu schnell sind. Ups. Oh Gott, er hat die Abzweigung nicht gekriegt. Da drüben ist er. Ah, wir sind aufgestiegen. Sehr gut. Aber er hat uns dennoch verloren. Das ändert nichts an der Tatsache, dass er wieder nicht weiß, wo wir sind. Ja, du fährst, jetzt jage ich dich, oder was? Soll ich mir die Sirene oben drauf setzen? Ey, du fährst jetzt nicht in die Tanke rein, Alter. Du wirst nicht in diese Tankstelle rein donnern. Du wolltest dich hier schon wieder aus der Affäre ziehen. Ja, mit einer 90-Grad-Winkel gegen die Wand. Der Klassiker in Rennspielen. So. Oh, oh, der andere Kollege kommt gleich wieder. Der nimmt wieder Anlauf, ne? Der sagt sich, na, der das auch so durch die Tanke durchgerast. Das mache ich jetzt auch. Man muss es nicht nur wollen, man muss es auch können. Das ist eben der kleine, aber feine Unterschied. So, los jetzt hier. Guck mal hier, ich mache ganz viel Chaos. Ja, es ist krass. Ich bin richtig gefährlich. Ja, du blockierst dich selbst. Du bist die geistige Blockade deiner selbst.
So, hier können wir durchs Stadion heizen. Machen wir das wahrscheinlich eher nicht. Oh, ich darf den nicht zu oft anfahren. Der ist nämlich schon ziemlich schrottig, der Typ. Man nannte ihn auch den Schrotti. Da passe ich nicht durch. Da passe ich nicht durch, oder was? So tiefer gelegt, da hätte er mich beinahe erwischt. So, das ist der nächste. Warte. So, jetzt hier, komm, gib mir Heat Level Nummer 3. Wir wollen die schnellen Flitzer. Alter, ich muss ganz ehrlich sagen, hier der Gegenverkehr, und der ist ja eigentlich ziemlich schlecht animiert, ne? Aber die Polizisten, die haben einfach ein richtig schönes, knautschiges Schadensmodell. Das haben die gut gemacht, das gefällt mir. Das ist einfach, es ist aufs Wesentlichste runterreduziert, aber schön. So, komm her, das machen wir jetzt mal. Ah, geil. Eine schöne Blockade. Eine schöne Blockade. Danke. Sehr gut. Hol die dicken Johnnies ran. Zack. Naja. Oder der Typ verpasst dir eine. Wahlweise. So, die Feuerwehr ist auch schon da. Hurra, hurra, die Bullen brennen. Mann, Alter. Auf jeden Fall. So. Kopfgeld, ihr seht's, das geht nicht richtig hoch, ne? Wir brauchen den Heat Level 3. Wir brauchen den. Was? Nein, wir brauchen Heat Level 4. Definitiv. Alter, ich dachte schon, es ist ein Polizist hier, fährt voll schnell. Bitte halten Sie sofort an. Oh, der ist hängen geblieben. Der dreht um. Der dreht echt um. Ja, da haben wir sie. Okay. Timebreaker. Feuer. Auf die Hörner genommen. Da fliegt er. So, los, komm. Dem wollen wir noch eine mitgeben. Ne, noch einer geht. Zack. Komm, hau den Vorwärtsgang rein. Du kannst mich doch auch verfolgen. Du darfst es doch. Und dir gehen wir auch noch mit. Auf jeden. Hat irgendwie keiner Lust, hier so richtig mitzumachen. Ne? Der eine Typ, der ist so wirklich so penetrant, der sagt sich, nein, ich bin verbissen. Bin verbissen, ich will aus meinem Leben noch was machen. Diesen einen Erfolg. Gönn ihn mir doch. Nein. Van Förde Franz wird ihn dir nicht gönnen. Hol Unterstützungseinheiten. Du wirst es nicht schaffen, mich aufzuhalten. Du wirst es einfach nicht schaffen. Die einzige Chance ist, dass du jetzt hier Code 16879-0815 durchgibst und Unterstützung anforderst. So, da drüben die eine Blockade. Jetzt bauen sie wieder ab. Ey, das gibt's nicht. So, und überschlagen. Zack. Level 4. Da sind sie, die Rhinos. Zack. Rhino gegen Van Förde Franz. Van Förde Franz 1-0. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt wollen sie es richtig wissen. Und jetzt kriegen wir auch richtig schön viel Kopfgeld. Jetzt heißt es einfach nur in irgendeiner Form durchhalten und auf Rhinos aufpassen. So, bisschen Noss noch aufheben. Okay. Abgerhinot. Ah ja, na klar. Jetzt wird es auch Zeit, dass wir mal ein paar abschütteln. Das sind mir jetzt zu viele. So, jetzt auf jeden Fall nicht auf so Riesenscharmützel einlassen. Zack. Und er fährt direkt rein und wird zermatscht. Zermalmt. Muss ich das jetzt eigentlich als IKEA-Werbung in irgendeiner Form angeben? Zermalmt? Die Kommode? Malm? Nee? Ich fand es gerade so lustig im Kopf, und als ich ausgesprochen habe, habe ich gemerkt, er hält sich in Grenzen. Er hält sich dann doch eher in Grenzen. So, komm her. Zack! Jawohl, so, da vorne die Bretter. Die Bretter bedeuten die Welt. Bitteschön. Oh, nein, alle ausgeschaltet. Das war so nicht geplant. Oh, die Kiste Qualm verliert Öl. Ey, das ist keine Ausrede. Das tut meine echte Karre schon seit 5 Jahren und die fährt trotzdem noch. Siehst du, deswegen die Staatsgewalt. Die kriegt ständig steuerfinanzierte neue Autos, nur weil da mal irgendwie ein bisschen Öl raustropft. Was mache ich hier bitte gerade? Das geht doch noch, das Ding. Das geht doch. Okay, wir sind hinter ihm. Bestätigen Sie
Wir, da sitzen anscheinend zwei Polizisten in einem Auto. Leute. Und woanders sind Pflegekräfte nachts für 25 Patienten allein unterwegs. Das ist doch nicht fair. Das muss doch nicht sein. Er ist ohne Probleme da durchgebrochen. Jawohl. Er ist durch. Er ist völlig durch. Danke. Alter, ich krieg gerade überhaupt keinen Grip hier mit der Karre. Meilenstein erreicht. Sehr gut. Das war Meilenstein Kopfgeld, oder was? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen auch noch ein bisschen Autos rammen. Noch 8 Autos, dann haben wir auch den Meilenstein. Und dann dürfte es eigentlich genügen. Wenn jetzt hier ein Rhino von vorne um die Ecke kommt, dann hat er uns. Dem geben wir noch eine mit. Da, sowas meine ich. Schwein gehabt. Wirklich sehr viel Schwein gehabt. Gerade in solchen engen Kurven, wenn sie von vorne kommen, dann bist du völlig am Arsch. So, jetzt bin ich leider ausgewichen. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Aber in irgendeiner Form hat mein Kleinhirn am Großhirn rummanipuliert und hat gesagt, nein, da fahren wir nicht rein. Die Frage ist, wo bist du hingefahren? Du bist nicht im Hafengebiet, du bist woanders. Warte, ich komme zurück. Weh, du drehst jetzt wieder um. Wo ist er denn? An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Richtung Süden auf der Jetzt mal ehrlich, wo ist denn der? Der fährt irgendwo ganz anders lang, ne? Ist der hier lang gesprungen oder was? Ja, du bist ganz allein, du weißt gar nicht, wo ich bin. Kann ich hier langfahren, tatsächlich? Ach, hallo! Oh, du bist so ein Trottel, aber eine Kante, du bist echt davor gefahren. Schafft das noch? Sehr gut. Spektakulär reingesprungen. Aber ganz ehrlich, du hast damit den offiziellen Lappenpreis heute gewonnen. Du bist der offizielle Oberlappi. Schlischla, Schlappi, Oberlappi, Lapp. Genau. Ich mag es nämlich gar nicht, unter Druck gesetzt zu werden. Deswegen setze ich euch unter Druck. Ich drehe den Spieß einfach um. Okay. Rambo Time. Auf jeden Fall. Da ist er. Ich war nie weg, Leute. Ich war nie weg. Zack, der nächste bitte. So, wie viel brauchen wir denn noch? Wie viel muss ich denn hier noch ausschalten? Es sind immer noch nicht viele, die uns verfolgen. So, was haben wir hier? Ah, da oben die Werte. Das ist alles noch zu niedrig. So, hier ist noch einer, den ich irgendwie... Weiß ich. Oh, die Straßensperre ist auf der anderen Seite. Scheiße. Ja, ihr seid okay. Na, dann ist ja gut. Dann ist ja wunderschön. Dann braucht ihr euch ja nicht immer zu krank melden. Rhinos. Boik. Eine Zeitlupe auf den Arsch gehauen. So, los jetzt hier. Los jetzt. Wo sind denn alle hin? Ja, wo seid ihr denn alle? Hier, bitteschön. Doink, aufs Taxi drauf. Direkt aufs Taxi. Zum Glück war hier gerade die Zeitlupe, ansonsten hätten mich die Rhinos wahrscheinlich erwischt. So, noch 3 Rammen. Meilenstein, Kopfgeld, bin mir nicht ganz sicher. Reicht das schon aus? Oh nein. Was macht er da? Weder dreht jetzt um. Hi, genau, du wolltest schon wieder hochfahren, ne? Das gibt's ja wohl nicht, das gibt es nicht. Wir drehen jetzt hier noch eine Runde. Da drüben, vielleicht bleibt die Straßensperre noch... Ne, bleibt sie nicht. Alter, was stimmt mit seiner KI nicht? Der ist doch völlig... Der ist doch bescheuert. Der sieht mich runterfahren. Ich fahre einmal um die Ecke und dann sieht er mich nicht mehr. Und er denkt, ich fahre wieder hoch. Wie geht das? Ich muss doch an ihm vorbeigefahren sein. So, Kollege. Wir fahren runter, dass das klar ist. Komm jetzt.
So, wie viel haben wir gerammt? 26. Es fehlt eigentlich nur noch 2. Vom Kopfgeld, ich weiß nicht, ob das ausreicht. Reicht das aus, Leute? Wurde mir das schon angezeigt? Auf jeden Fall ist da noch kein Haken dran, ne? So, mehr nehmen wir noch mit. Bisschen Sachschaden, hat noch nie geschadet. Taxi! Man macht immer den Schulterblick, auch wenn man im Recht ist und abbiegt. Scheiß die Wahl. Oh, Schwein gehabt. Das war einfach nur Schwein gehabt gerade. Das war richtig Schwein gehabt. Das hätte sowas von ins Auge gehen können. Zack, Junge. Okay, Rhino Time. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir nehmen das jetzt mal so mit, oder? Ah, da kommt ein Rammen mal noch. Dann haben wir diesen Meilenstein. Okay, den hatte ich schon gerammt, oder was? Das zählte nicht als Ramulus. So, kommt einer noch. Einen noch. Einer geht aber noch. Zack. Ich gebe dir mal einen kleinen Schubs. Du schaffst es ja sonst nicht. Rhinos! Okay, Meilensteinhammer. Feuer, Feuer, Feuer. Gib Stoff, Junge. Sehr gut. Jetzt heißt es in irgendeiner Form abhauen. Jetzt heißt es nur weg. Wir haben die Meilensteine. Wir haben 4 Meilensteine. Das ist eigentlich alles. Alles, was geht. Und alles, was zählt. Heute neu. Zack. Das wäre doch mal alles, was zählt, die neue Folge, oder? Fette Unfälle, richtige Explosion, Action. Aber das würde wahrscheinlich die Budgetkosten dann doch... Was stimmt hier nicht, Leute? Was stimmt nicht? Ich fahre das Ding um, es fällt nicht um. Also es tut mir leid. Das war so ein todsicheres Ding, dass das Ding nicht umfällt, weil... Also, nee. Also, sorry. Okay, wir fahren Rennen. Das ist mir gerade echt, das ist ja echt zu dumm. Das ist ja beinahe zu blöd. Das muss doch irgendwer mal Probe gespielt haben, gemerkt. Oh, Moment, warte mal. Wenn das Boot von hinten angefahren wird, ja, das fällt auch um. Gott, ist das dämlich. Sorry, Leute, aber das ist wieder so ein weggenommener Sieg. So ein todsicheres Ding. Du fährst vor einem Copbreaker, oder wie die Scheiße heißt. Es fällt nicht um und du verhakst dich so, dass du selbst nicht mehr wegkommst. Was ist denn das für ein Müll? Was ist das für ein Müll? Überlegt mal, das wäre ein Spiel von heute. Das würde einfach jetzt mal 20 Punkte abziehen. Ich sag nichts. Kollisionsabfrage from hell. Also, so gut dieses Spiel auch ist, es kommt, ich sage es offiziell jetzt, es wird niemals an die Qualität eines Undergrounds rankommen. Und es wird niemals, nie, niemals an die Qualitäten eines Underground 1 rankommen. Denn selbst Underground 2 ist bei weitem nicht so perfekt wie der erste Teil. Warum? Weil sie es einfach nicht mit einer Open-World-Scheiße übertrieben haben. Sie haben sich fixiert auf gute Strecken und drumherum so ein bisschen eine Welt gebaut beim ersten Teil. Genau das ist es, was Underground 1 ausgemacht hat. Beim zweiten gab es eben auch so viel Scheiß noch nebenher. Das hat die Strecken nicht mehr so besonders gemacht. Ich sag's jetzt, ich nehme mein Resümee schon mal vorne weg. Und hier fällt es eben auch auf. Es gibt zu viel Ungereimtheiten. Auch wenn das Spaß macht. Es ist ein Arcade-Race. Es ist ein herausragend gutes Spiel. Aber es wird niemals an Underground 1 rankommen. Niemals. Und das ist meine subjektive Meinung. Aber ich habe objektive Beweggründe, das zu sagen. Weil eben hier Open World hat immer irgendein scheiß Bugs-Zeug drin. Wo du sagst, nee. Versteht ihr? Das ist eben, also das gibt mir schon wieder so den Rest. Es war perfekt. Es war einfach ein perfektes Rennen. Es war nur noch dieses Schiff umfahren und genau da passiert, keine Ahnung, woher soll man das wissen, dass man hinten ans Schiff nicht ranfahren darf. Jeden Turm kannst du irgendwie auch umfahren und der fällt um. Das Schiff, an der Schiffsschraube bitte nicht. Und damit geht es auch nächsten Part wieder los mit der Verfolgungsjagd. Ja, das ist, es tut mir leid, das ist einfach nicht gut gemacht und erst recht nicht beim Spiel. Oh, komm jetzt hier, Viper.
Corvette. Das ist echt nicht gut gemacht. Sorry, Leute. Da ist hier dieses Boot. Das werde ich nie wieder anfahren. Das werde ich nie wieder benutzen. Das ist ja der letzte Scheiß, dieses Boot. Da weißt du ja nie, ob das jetzt klappt oder ob es dir selbst eine Falle stellt. Ja, klar. Ja, fahren Sie einfach mit. Fahren Sie kontinuierlich vor mir. Aber deswegen ist ja wahrscheinlich die Zeit auch so gut. So großzügig ausgewählt. Weil... Naja, egal. Leute, sorry. War ein anstrengender Tag. Wollte einfach mal gemütlich das machen und dass du so einen Scheiß hier abkriegst. Ihr habt es ja gesehen, das ist ja jetzt wirklich albern gewesen. Albern hoch 10. Vor allem, du kannst dich nicht rausbewegen. Ansonsten schaffst du es immer irgendwie, dich noch rauszuquälen. Und genau in der Sekunde, wo du sagst, ja komm, jetzt haben wir's, geht es gerade nicht. Ich konnte nicht rückwärts fahren. Vorwärts war das Boot. Das Boot ist unaufhaltsam. Hinten der, den du sonst immer mit Leichtigkeit wegniesen kannst, der ist auf einmal so festgekeilt. Und wenn du dich zurücksetzen lässt, dann bist du automatisch festgenommen. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut und einfach nur ärgerlich. Aber natürlich wird es die Spielzeit dadurch etwas verlängern von diesem wunderbaren Spiel. Und das freut uns natürlich auch. Na, es geht nicht nur einfach um das Durchzocken. Wir müssen es auch uns ein bisschen verdienen. Und gerade in den letzten Blacklist-Rängen wird es natürlich knallhart. Das war schon immer so. Das soll auch so sein. Aber bei den anderen Rennen waren es eben auch die Fahrer. Die gegnerischen Fahrer, die eben einfach mit perfekten Fahren geglänzt haben. Und nicht irgendwelche Weltungereimtheiten. Und das ist dann eben schon ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. So, nichtsdestotrotz, easy Rennen hier. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir einfach mit der Corvette ein bisschen weitermachen? Jetzt haben wir hier schon ein bisschen was. Komm, wir probieren es einfach nochmal. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir machen jetzt einfach nochmal eine schöne Verfolgungsjagd. Denn ich will das weghaben. Vor allem, wir hatten gerade so viel Kopfgeld. Das ist so ärgerlich, oder? Das ist so ärgerlich. Genau, ihr schickt jetzt mal alles, was ihr habt. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, weil ich meinen Porsche benutzen kann. Oh, ich hätte schwören können, dass ich da langkomme. Auch dieser Burnout, ey, ich gebe Gas, Mann. Das Ding wird doch mal irgendwie normal anfahren können. Ich weiß, ich suche mir gerade jetzt alles raus, um zu meckern. Das ist ein Rennspiel, das ist unrealistisch, es soll actionreich sein. Hört nicht auf alles, was ich sage. Ich habe mich ja gerade einfach nur ein bisschen hochgepusht im Meckerwahn. Es ist ein geiles Spiel und ich wurde erwischt. So, so ist es, gehört dazu. Shit happens. Es geht weiter. Aber allzu viel Progress haben wir dann heute doch nicht geschafft, ne? Das ist ja mal das Ärgerliche. Oh, was ist denn jetzt hier mit dem blöden Kopf da? Los, lass mich zufrieden. So, wir nehmen jetzt den Porsche. Das ist ja blödsinnig, dass ich hier jetzt hier normales mit dem mache und den Heat-Level hochjage. So. Aber wir haben dadurch auch ein bisschen Kopfgeld noch bekommen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ich will das jetzt schaffen. Ich will das jetzt schaffen. Sorry, Leute. Ich habe mich dann auch so reingebissen. Ich kann das so nicht hinnehmen. Kann ich so nicht hinnehmen. Geht nicht. So, okay, wir sind wieder Level 2 oder was? Nee, immer noch Level 4. Sehr gut. So, wir brauchen Kopfgeld oder wir machen einfach Umgebungsschaden. Das geht natürlich auch. Das heißt, alles einmal anrammen, was nur geht. Was ist denn, was stimmt denn jetzt mit diesem Bullen da jetzt schon wieder nicht mehr? Los jetzt hier. Hol sie ran. Ran an den Speck. Los, hol sie ran, die Schnellen. Hol sie ran, die Helikopter. Hol sie ran, hol sie ran, hol sie ran. Hol dir ran den Panzer. Falsches Spiel, ne? Genau, jetzt holt ihr alles ran. Wir haben uns diesen Level 4 echt verdient. So, genau, Bodeneinheiten. Alles. Luft, Boden, Flugabwehrgeschütze.
Zack. Tschüss, du Trottel. Warum ist denn der nicht kaputt? Der muss doch jetzt hier zerstört worden sein. So, der Heli ist auch da. Der weiß gar nicht, wo wir sind. Meilenstein erreicht. Nagelband. Ach, krass. So, den nehmen wir auch noch eine mit. Aber warum haben wir das mit den Nagelbändern jetzt geschafft? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Weil muss ich die nicht in einer Verfolgungsjagd alle schaffen und dann erfolgreich entkommen? Ist das nicht Sinn und Zweck der Übung? So, jetzt wird mir hier zu eng. Jetzt müssen wir hier weg. Nächste bitte rechts abbiegen. Okay, und Feuer. Feuer, 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 Feuer. Porsche, gib Stoffu. Da wollten sie mich wieder ausnocken, ihr Schweine, aber nicht mit mir. Eure Falle hätte beinahe zugeschnappt, aber nur beinahe. So, wo ist das hier? Da. So ist es. Sachschaden. Ne, komm, komm, komm. Hinterher, hinterher. Sehr gut. So. Einmal bitte festhalten. Durch. Und auf die Autobahn und Tschüss sagen. So, wie viel haben wir jetzt? Sachschaden. Ich sehe immer oben nur den Sachschaden. 4 von 6 Straßensperren. Ach, das andere haben wir alles schon abgeschlossen, oder wie? Das heißt, ich muss die gar nicht mehr rammen. Oh, oh. Wen haben wir da? Alles klaro. Fahr, 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 fahr. Ich krieg hier einen Dauer-Burnout. Das war eine gute Nummer. So, Straßensperren, keine Ahnung, brauche ich das noch? Wir geben denen einfach eine mit. Meilenstein erreicht, Nagelbänder haben wir auch damit. Sehr gut. Ich dachte, das hätten wir eben schon gehabt. Haben wir doppelt. Doppelt hält besser. Hier kann ich durch, ne? Das heißt, wir brauchen jetzt noch Kopfgeld. Offiziell brauchen wir noch sehr viel mehr Kopfgeld. Auch sehr gefährlich. Nicht, dass wir hier stecke bleiben. So, Kollege. Zack, dir geben wir eine mit. Der ist definitiv hinüber. So, es wird langsam Zeit, dass wir mal wieder einen schönen Breaker reinhauen. Das sind nämlich viel zu viel zu viele. So, da ist ein Breaker, aber der ist irgendwo anders. Oh, lecko. Okay, vorwärts, vorwärts, fahr, 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 fahr. Stress. So, tanke. Oh, das wird teuer. Ihr wisst, an der Autobahn, die Benzinpreise sind richtig teuer. So ist es. Auf jeden Fall. Dein Wagen ist Schrott. Sorry, Leute, ich gerade so Ausufer geworden bin. Das Spiel ist herausragend gut. Es ist einfach so. Es ist so. Da braucht man nicht diskutieren. Aber wenn man verliert, dann ist natürlich alles schuld. Aber gewisse Sachen bleiben thematisiert und dem stimme ich auch jetzt im beruhigten Zustand immer noch zu. Underground bleibt für mich immer noch besser. Also rein von den Rennen zumindest. Ja, da hatte man natürlich keine Verfolgungsjagd und Underground 1 ist für mich. Ich habe letztens erstmal wieder meine Let's Plays ein bisschen reingeseppt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Underground 1 ist einfach... Ah, das ist auch so ein persönliches Ding. So, das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Einfach erstmal mitnehmen. Alles, was geht. Hey, alles klar? Bist zwar ein guter Fahrer, aber guten Geschmack hast du nicht gerade. Ich dachte, euch Typen wäre euer Hof auf der Straße irgendwie wichtig. Wie sieht denn deine Karre aus? Ist dir das eigentlich egal? Vielleicht kann ich dir mit ein paar Rallye-Streifen helfen. Freue mich schon, dich zu schnappen. Wieder und wieder und wieder. Wir sehen uns. Keine Ahnung, was er mir damit sagen wollte. Aber Kopfgeld haben wir erreicht. So, was braucht man denn hier noch? Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Das auch nicht. Und ich habe keine Ahnung. Es kam immer zu Meilenstein erreicht, Meilenstein erreicht. Was ist denn nun mit dem Meilenstein? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das kam doch gerade 15.000 Mal. Okay, also 150.000 Sachschaden.
Ich war der festen Überzeugung, jetzt hätten wir endlich mal alles. Wir müssen mehr Sachschaden machen. Zentrale, fordere 2829 für möglichen Verdächtigen an. Oh Gott, der ist ja schon kaputt. Der ist ja schon wieder kaputt. Sachschaden, Sachschaden. Vielleicht haben wir ja Glück und hier ist irgendwo noch ein Polizist zufällig gerade in der Nähe. Dann nehme ich auf jeden Fall den Sachschaden mit. Man könnte ja einfach nur den Trümmern folgen. Ja, los, Luftunterstützung, hol ran. So, hier irgendwo ist einer, aber auf der falschen Spur, oder was? Oh, er ist auf der falschen Spur. Schade. Jetzt kommt einer, oder? Der ist auf unserer Spur. Immer noch nicht. Das mit dem Sachschaden, das dauert sehr lange. Schade, ich hätte vielleicht noch ein bisschen weiterfahren sollen eben. Dann hätten wir den Meilenstein mit dem Kopfgeld erreicht. So, haben wir hier irgendwen? Da, sehr schön. Komm. So. Sehr gut, jetzt geht's los. Jetzt geht's los hier. Jetzt wird hier ordentlich einfach zerstört. So, wie viel haben wir? Naja, es wird ein bisschen dauern, aber wenn wir einfach kontinuierlich für Chaos und Zerstörung sorgen, dann sollte man das auch relativ zügig hinkriegen. Das liebe ich immer, wenn man diese vor sich her schiebt. Ist das eigentlich realistisch? Ich fahre ihm hinten links rein, ne? Ich fahre ihm hinten links rein. Das hinten links, also laut meiner Logik müsste er sich drehen. Ah, okay. Leute, das war's. Ich habe absolut keinen Bock mehr jetzt auf diese scheiß Polizeiverfolgungskacke. Wir haben das Größte geschafft. Bitte spult nochmal zurück und zeigt mir nochmal, Meilenstein erreicht, Meilenstein erreicht, Meilenstein. Das stand doch dreimal da, oder nicht? Und ich brauchte zwei, also hätte ich es geschafft. Irgendwie geht mir das nicht ganz im Kopf, warum das jetzt nicht der Fall ist. Ich freue mich einfach nur, wenn wir diese scheiß Polizei das nächste Mal schaffen, weil ich möchte Rennen fahren. Ich will definitiv Rennen fahren, aber das wäre blödsinnig, das jetzt zu machen, weil unser Heat-Level auf 4 ist. Den würde ich gerne natürlich auf 4 behalten, damit wir zusätzlich noch viel Kopfgeld kriegen, damit wir das für das nächste Blacklist-Vieh gleich mitnehmen. So, sorry Leute, dass ich heute ein bisschen gemeckert habe, hat trotzdem Spaß gemacht. Eigentlich war es nur das eine Ding, weil ich halt erwischt worden bin und da war ich nicht schuld. Oder schreibt es in die Comments. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal wieder zurück bei Need for Speed Most Wanted. Euer Fanförde Franz. Ciao.